Folge 12. Genau. Wie ihr seht, sind wir wieder aus der Hülle draußen. Ja, wir haben das jetzt erstmal abgebrochen und aufgegeben. Und gucken erstmal, es gibt ja noch vier andere Höhlen, vielleicht finden wir da ja was. Ja. Und in der Höhle haben wir über dem Eingang noch irgendeine Inschrift gefunden, die wir aber nicht runterholen konnten, beziehungsweise ansehen. Und ich gehe jetzt erstmal hoch, vielleicht finden wir hier ein Vogelnest oder so. Ja, Federn. Mhm. Also ich muss ja gar nicht mehr springen. Sicher nicht, dass da unten noch was ist? Nee, nicht sicher. Aber hier ist ein Lagerfeuer. Da gehe ich aber erst rein, wenn ich hier in der Höhle drin war. Ups. Kannst du dich nicht ans Lagerfeuer setzen? What the fuck? Ein bisschen random eine Hütte. Hier ist nichts drin? Mach mal kurz. Okay. Das ist merkwürdig. Finde ich aber trotzdem. Ich finde es immer cool, wenn man Sachen einbaut, wo nichts los ist. Ja. Also es... Jetzt hast du das Basislager entdeckt. Ja. Vielleicht finde ich jetzt auch drin was. Hatten wir Fähigkeiten? Nee, ne? Null? Nö. Haben noch nicht aufgelevelt. Waffen können wir upgraden. Ist da noch was Spannendes dabei? Nee, das war... Guck mal. Halbout. Achso, die haben wir noch nicht. Genau. Hier ist... Ach, das könnten wir noch machen. Die Schussfrequenz erhöhen. Wäre vielleicht ganz interessant, aber ist ganz schön teuer. Ja, und so ballern wir jetzt damit auch nicht. Dann noch nicht. Ich finde es von... Also von Pistole immer die Sachen abzugraden, hat es bisher noch nicht so gebracht. Auch beim ersten Teil nicht. Ja, was kann ich mich daran noch entsinnen? Ich laufe nochmal kurz. Achso, was sagt denn die... du, boah, guck mal, Gräber abgeschlossen, 3 in der Region. Das ist Statistik weg, na toll. So, jetzt irgendwas? Nö. Warum auch? Sollte da jetzt ein Händler spawnen? Ja. Irgendwie sowas. So, das heißt, wir waren hier oben an dem Lager. Mhm. Und da hängt ein Truck. Mhm. Ist da irgendwas Spannendes, dass es sich lohnt, da... Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Ja. Die Höhe. Meine Güte, ich bin schon aus 3-mal so hohen Sachen gesprungen. Oh, ein Bär. Ein Wolf. Ein Wolf? Oh. Ja, ist ein Wolf. Ein Vogelnest? Ja. Komm her. Komm her. Musst du einfach nur X doppelt drücken. Na, da war gerade das X nicht. Doch, das war bloß ein Dallara. Okay. So, da ist auch wieder so ein Sendemast. Ist das so ein Sendemast direkt schon, oder? Weiß ich nicht. Naja, ich gehe erstmal hier zu einem. Guck mal, 2 mit einmal. Cool. Und in die Wolfshöhle. Into the darkness. 2 von 5 Höhlen erforscht. Also erforscht würde ich jetzt noch nicht sagen, aber... Du warst drin. Reicht. Na, hoffentlich ist es keine Wolfshöhle. Das habe ich doch gerade schon vermutet. Ja, die Musik wird immer aufregender. Oh, da war was. Pilze. Pilze sind voll. Können wir dann schon Giftpfeile machen? Wo ja. Hier. Einen haben wir noch. Ja. Hier das sind Dorn. Ja, da kommen gleich Wölfe raus. Gift. Also ich glaube, da hätte sich Gift gelohnt. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Na komm. Ich heile mich jetzt nicht wegen so einem Wolf. Also irgendwie sind wir relativ hartnäckig gegen diese... Du triffst ihn ja auch so gut wie nie. Okay. Gefeil. Ich dachte, ich kann das mit dem Doppelschuss auslösen, aber... Warum hast du ihn nicht ausgelöst? Weil es nicht funktioniert hat. Okay. Willst du noch mal gucken, wie es funktioniert?
Na, eigentlich ist ja die Idee, dass ich das loslasse und dann nochmal hinterher schieße. Echt? Ja, jetzt funktioniert. Aber vielleicht war ich nicht schnell genug. Das Vogelnest ist weg. Hast du RT gedrückt? Ja. Okay. Na, aber es wird eigentlich auch doof angestellt. Hm. Die Möglichkeit besteht immer. Oh. Sagten hier schon auch schon zwei? Ich weiß nicht. Mich verarschen? Was denn? Ich glaube, der speichert die Ressourcen. Ach so. Das heißt, der Pilz ist jetzt hier vermutlich auch weg. Ja. Du hast aber noch keinen nachgebaut. Also könnte ja der noch da sein. Nope. Nee, der ist weg. Der war auch hier, glaube ich, ne? Ja. Oh, du hast drei Gefeile. Ja, einen hatte ich noch und zwei habe ich gebaut. Okay. Na, Licht. Waren die nicht schon hier? Die waren jetzt da. Links. Da sind sie. Da. Ist noch aber eine? Ich sehe nur einen. Jetzt war's. Da ist der andere. Der andere ist tot. Da ist der andere. Ha! Der war schön. Knapp. Aber. Ich finde schön, dass sie immer noch einen Bergsteigerhaken hat und trotzdem die Pfeile benutzt. Ja. Okay, das ist verwest und eklig. Aber da kommt trotzdem looten für Feld. Ja, aber gerade eben ging es nicht, weil ich in meiner Position stehe. Gehst du mal kurz ran? Ja. Dass irgendwas Spannendes ist. Ich nehme alles. Vielleicht ist es auch schon, weiß ich nicht. Ja. Guten Tag. Und? Irgendwas Bekanntes? Nö, nur Dennis. Okay. Okay, hier ist noch ein Ausgang. Noch ein Ausgang? Ach nee, ich laufe im Kreis. Ah, okay. Sehr gut. Ich habe gerade einen Ausgang gesehen, aber ich bin jetzt einfach hier wieder im Kreis gelaufen. Okay. Also unten war nichts mehr? Nee. Hast du noch irgendwas gefunden? So Magnetit oder so? Nee. Okay. Ich habe heute noch nicht keinen. Also ich habe nicht den Ordnungssinn genutzt, aber ich habe nichts gesehen hier. Wir können das ja mal in der Höhle einmal machen. Ich stelle mich hier mal hin. Ja. Und dann sehe ich. Ah, Wolfsspuren. Ach so, stimmt, weil ich ja die Tierfähigkeiten gemacht habe. Mhm. Na, mach mal hier nochmal. Rechts. Okay. Ja, nee. Würde ich auch sagen, ist leer. Ja. Da hast du die Höhle wohl erforscht. Ja, darum habe ich sie auch schon erforscht, als Dennis zur Tür reinkam. Dennis zur Tür reinkam. Hallo Dennis. Hallo Tür. Du musst sie sehr fest zudrücken an der Türklinke. So, willst du dann mal auf den Turm hoch, oder? Ich wollte erstmal hier gucken, was hier noch ist. Weil hier waren wir noch nicht. Da ist nichts. Doch, hier ist eine Karte. Wo? Da. Ach da, ja. Eine Karte. Weg. Karte weg. Ja, wenn man sich Karten so durchdringend anguckt, dann passiert es einfach mal, dass die weg sind. Ja. Aber wir kommen jetzt hier nicht über die Brücke, sondern auf den Turm. Nee, ich will auch auf den Turm. Aber du willst den Monolithen angucken, oder was? Ja, genau. Und zwar Stufe 3 Russisch. Alter. Ja, jetzt fehlt uns bestimmt da hinten die. Die, genau. Weil wir die Russisch-Ding nicht genau haben. Das russische Pop-Plakat nicht gelesen haben, verstehen wir jetzt nicht die antiken Monolithen. Ja. Story of my life. Ich glaub's ja wohl selber nicht. So, nee. Zwei davon. Also da und kannst du noch ein Mist runterbatzen. Wenn du jetzt hier übers Dach gehst, dann kommst du auch auf das andere Dach. Über die Seilrutsch meine ich. Ja. Aber die Richtung ist ja prinzipiell jetzt nicht falsch, wieder dann hinzugehen, von dort aus weiterzulaufen, oder? Wie du willst. Im richtigen Moment dann, ne? Und das bringt jetzt was? Na, bau dir Pfeile und dann nimm die Feder. Ja, habe ich denn noch nicht mehr genug Pfeile? Kannst noch mal welche. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel der große Köcher jetzt. 35. 35, ne. Guck mal da unten. Ah. Ach, dann kannst du ja auch mehr Giftpfeile machen. Dann können wir letztens nur zwei tragen, weil wir. Richtig, und jetzt können wir drei tragen. Gut, na, oder? Na,
Hä? Nee. Wir konnten am Anfang 2 tragen, jetzt können wir 3 tragen. Konnten wir nur 2 tragen? Ja, wir konnten nur 2 tragen. Okay. So, jetzt bin ich wieder hier auf dem Dach. Ja, jetzt würde ich da rüber. Ja. Irgendwo ist hier übrigens auch ein Grabeingang. Ja, unten würde ich prinzipiell sagen. Hier, meinst du? Ja. Kann ich mal runterschauen? So, prinzipiell. Ja. Ist das eher... Na gut. Hier runter, weiter. Da runter? Ja. Na, wir sind den Fluss hier noch nicht runtergegangen. Ich gehe mal hier hin. Ich glaube, wir sind noch eine Weile in dem Gebiet. Ja, aber das Grab sollte ja laut Karte in der Mitte sein, oder? Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch die Nähe des Grabes angibt, oder? Willst du einfach mal random ins Eiswasser springen und gucken, was Laras dazu sagen? Ja, ja. Aber prinzipiell finde ich es erstmal gut, hier runter zu gehen, um zu schauen, was hier ist. Hier ist nicht also so da ist eine Unterwasserhöhle gewesen, oder? Gucken wir gleich nach, ich springe gleich rein. Aber erstmal nehme ich hier... Achso, das Zeug ist auch voll. Ja. Ist das Lagerfeuer hier aus einfach? Ja, du hast es halt noch nicht rübergenommen. So. Jetzt holen wir uns hier 25 Erfahrung, das lohnt sich. Ja, und einmal und, Stoff. Stimmt, einmal Stoff, Wahnsinn. Ey, komm, der Stoff kann uns das Leben retten, wenn ich mal wieder gegen Bären kämpfe und du an Wölfen stirbst. Ja. Dann ins Wasser, oder? Also, oder? Das sieht momentan so aus, als könnte es tödlich sein. Oder jedenfalls wehtun. Da war irgendwas. Ja, das war das Ding, was du nicht nehmen konntest. Ja, wir sehen ja gleich, ob es tödlich ist oder nicht. Sieht eiskalt. Tödlich. So cold. Tödlich. Gut. So cold. Also, schwer tut sich eigentlich nicht, oder? Naja. Jetzt ist er mit den kalten Sachen unterwegs und na komm, also jetzt ist es mehr warm. Ich schwimme darüber. Aber dann bete rücken wir ihn. Und ja. Tauch wenigstens, dass der Kopf auch unter Wasser ist. Ja, wie weit? Ich war tauchen, ne? Nein. War Trigger, tauchen nicht LT? Trigger. Hab ich doch. RT. Nee, LT, oder? RT, weil LT hast du gedrückt und es hat nicht funktioniert. LT ist es auch nicht. Tauchen, ach, ich kann nicht tauchen, wenn ich schnell bin. Achso. Aber so. Du kannst unter Wasser schnell sein. Ja. Und jetzt aber hier ist nichts. Ja. Und nicht, dass du sie ertränkst im eiskalten Wasser. Ja. Sonst guck mal, da die, ist eine Höhle. Sonst steigen uns die Frauenaktivisten mal wieder aufs Dach. Ach komm, die hält das aus. Die Frauenaktivisten, oder? Achso. Nee, die halten gar nichts aus. So, und natürlich fehlende Ausrüstung. Ja, klar. Weil du mal wieder keine Sprengladung mitgenommen hast. Ja. Nick, was soll das? Ich bin nicht gut vorbereitet, oder? Ja. Weißt du... Ach guck mal, da kannst du hochklettern. Ja, war jetzt auch meine Absicht. Okay. Aber da muss ich auf die Seite. Ja, auch guck mal, Heilungspflanzen. Ja, schade, dass wir da schon voll sind. Ja. Dass man mit den Heilungspflanzen kein Gift bauen kann. Das ist ein bisschen... Ja. Und auf geht's. Na, willst du jetzt da rechts rüber oder willst du an der Leine lang? Na, eigentlich möchte ich da hin. Okay, dann tu es. Weil da ist ja irgendwie langweilig. Guck ja, mal, dann komme ich nur dann da mach. Hin. Ha! Und du musst es nicht mal auf den Controller gucken, wo X ist. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, auf den Controller zu gucken, ohne dass du es siehst. Aber das ist auch immer noch eine Nick. Ja, jetzt war ich abgelenkt. Ich muss mich da immer sehr konzentrieren. So. So. Ja, toll, danke. Hier aber das ist nett, dass sie das sagen. Ja, gut, dann komme ich da nicht hin, dann muss ich wieder zurück, ne? Ja, muss den langweiligen Weg gehen. Ja. Toll, es hat sich ja voll gelohnt hier. Ach, ich habe schon gedacht, das geht schief. Ja, ich auch. Aber ich meine, sie ist gerade durch eiskaltes Wasser geschwommen. Da ist es kein Problem, sich kurz mal an so ein Seil festzuhalten. So, wo sind wir jetzt eigentlich überhaupt? Ja, da ist erstmal eine Box. Ja, die habe ich auch gesehen. Hast du auch die andere Box gesehen? Nee. Dann werden wir die wohl nie finden. Erzählst du mir, wo sie ist oder nicht mehr? Nö. Gut, dann halt nicht. Guck mal, hier ist ein Truck. Alter, wie viele Trucks hier rumstehen? Naja, es ist halt irgendein altes Russengelände. Da, die Box. Ja, die Box hast du garantiert nicht gemeint. Nee, ich meinte die andere. Welche andere? Ja, Nick, wenn du nicht aufpasst, dann ist es nicht mehr. Ja, ich passe nicht auf, aber das ist... Ey, komm, wo kommt dieser Truck jetzt auch einmal her? Keine Ahnung, der ist da hinten aus dem Transportflugzeug gefallen. Ey, das ist noch schlimmer als das byzantinische Schiff, was einfach random mal irgendwo gesteckt hat. Ja. Wobei ich es eigentlich ganz cool fand. Ja, das war auch... Das war unsere letzte Herausforderung. Jetzt müssen wir hier den Eingang finden. Ja, und das ist ganz schön herausfordernd. Ich glaube, wenn du da reingehst, haben wir mal wieder die Trabantenstadt vor uns. Also da war links jetzt noch eine Truhe. Guck mal, da hängen einige, ja. Die Truhe habe ich gesehen. Hast du auch der? Welche andere? Die neben der Leiche hin. Da geradeaus. Recht. Die habe ich gesehen. Ich wollte nur nicht so nah daran. Das ist eine Tonne. Die hast du also nicht gesehen. Nee, ich habe sie doch nicht gesehen.
Wo? Na, dann mach mal an. Da. Da. Genau, vor dir. Weil jetzt Munition ist, habe ich nicht gesehen. Ach so, ja. Weil wir fast voll sind. So. Da lang? Wirklich? Ja, ich wollte nochmal außen lang schauen, okay, wenn noch was ist. Also prinzipiell gute Idee immer bei der Grabräuberin. Ja. So, na dann mal rein da, ne? Wo was Grausames passiert ist. Willst du nicht die Herausforderung? Na, achso, da müssen wir jetzt später hin, ne? Ja. Na gut, dann hier hoch. Ey, ja, hier, denkt doch nicht Spielfortschritt oder so. Nee, nee, wir sind hier seit 2 Folgen in diesem Gelände und haben irgendwie noch nichts erreicht. Hallo? Wir haben schon 2 Höhlen erkundet, haben Truhen gefunden. Jetzt gehst du nicht da lang. Da warst du eben. Ja? Ich wollte nur gucken, was da ist. Vielleicht ist ja hier was. Hier ist überall was. Ja, du kannst wenigstens ein paar Flügel. Guck mal, hier kann ich hoch. Ja, dann klettern wir mal da hoch. Dann bin ich hier. Ja. Von hier komme ich da hoch. Ja. Noch höher. Okay. Ans Seil? Ans Seil, dann komme ich darüber oder dahin. Ja, ich glaube eher da. Das ist einer der Funktürme. Ich hoffe, dass wir endlich mal ein Funkturm haben. Ja, da hinten ist ein Funkturm. Oh, da ist jede Menge Shit. Ja, Pfeile. Federn. Erfahrung. Ich falle jetzt gleich runter. Nee. Und doppelte Ruhe. Oh, endlich mal eine Sprungfeder. So, jetzt geht's hier runter. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Wo denn jetzt eigentlich... Genau hinaus. Also wir waren jetzt hier, wollten wir jetzt nicht rein, ne? Ja. In das Lager, genau. Da müssen wir auch nicht rein. Und hier sind die ganze Zeit die Funkturme und wir laufen die ganze Zeit außenrum herum, kann das sein? Das ist aber schon beeindruckend, dass wir das schaffen. Ja, gut, oder? Naja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Pause. Wir haben jetzt schon einiges gesehen und Fabian holt in der nächsten Folge die Funkturme. Okay, ja. Macht's gut. Tschüss.